Ich muss mir überlegen, wenn das so losgeht. Ich würde ausrasten. Und kennt man von Fritz so halt gar nicht. Wir gehen rein in die Fahrradtour von Fritz und Ruthless Cat und Max, glaube ich, heißt der junge Mann. 750 Kilometer Fahrradtour, Bikepacking-Abenteuer Kirgisistan. Am 18.06. ist mein Buch erschienen, Inside SEK, ist inzwischen tatsächlich schon Spiegel-Bestseller. Danke daher an euch. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, checkt unten den Link in der Videobeschreibung auf, da ist das Ganze verlinkt. Am 15.07. kommt das Ganze auch als Hörbuch raus, das heißt, ihr könnt es euch dann auch als Hörbuch reinziehen. Danke für den Support, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt auschecken und ja, viel Spaß damit. Freunde, wir alle wissen, wie wichtig es ist, immer ordentlich zu trinken. Doch irgendwie vergessen wir es dann doch immer im Alltagsstress. Wasser schmeckt ja auf Dauer einfach irgendwie ein bisschen langweilig. Und auf die ganzen zuckerverseuchten Softdrinks aus dem Supermarkt hat man auch keinen Bock mehr. Doch. Aber dafür gibt es... Genau da kommt Holy ins Spiel. Und mit dem Code KUNI5 spart ihr 5 Euro vorher Spiel. 100% natürliche Fruchtaromen, keine künstlichen Farbstoffe oder irgendein anderer Bullshit, sondern einfach nur echter Geschmack. Holy ist die absolute Softdrink-Revolution. Einfach Sorte wählen, Pulver in den Shaker, Wasser drauf, schütteln und fertig. Zwei Tipps von mir. Einmal Eiswürfel mit rein, ist eine ziemlich geile Sache und probiert euch ein bisschen in der Dosierung aus. Ja, jeder von uns hat einen anderen Geschmack. Manche mögen es extrem süß, andere eher etwas dezent. Meine Empfehlung, holt euch eins der Probiersets für Neueinsteiger. Ja, im Starter-Set Deluxe zum Beispiel gibt es alle drei Kategorien mit 21 leckeren Sorten zum Aus. Pascal, ich danke dir für 5 gegiftete Subs an die Community. Wie geil bist du denn? Holy Energy, Iced Tea und Hydration warten nur darauf, von euch genüsslich vernascht zu werden. Also, worauf wartest du? Gönn dir und tu deinem Körper etwas Gutes. Alle Links und Rabattcodes gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ach du Scheiße. Der Moment, wenn du wieder die ersten Anzeichen der Höhenkrankheit kriegst. Wieder? Der Schädel dröhnt, dir schlecht ist. Du noch weißt. Geil. Das ist Oh, ich hab so Bock. Was vor dir liegt. Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen bei meinem neuen Projekt Bikepacking-Abenteuer Kirgisistan. Es ist endlich soweit, es geht endlich los. Die Sachen sind gepackt, morgen geht's zum Flughafen. Max und Alex sind auch mit dabei und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Also lehnt euch zurück und genießt das Ganze. Also, let's go! Unser Bikepacking-Abenteuer in Kirgisistan startete für uns alle am Flughafen in Deutschland. Das übliche Prozedere stand also an. Richtigen Check-in finden, den Radkoffer beim Sperrgepäck abgeben, ab durch die Sicherheits- und Passkontrolle, rein in den Flieger und schon ging es los. Theoretisch sollten wir uns alle in Istanbul das erste Mal sehen. Allerdings wurde Alex mit seinem Rad komischerweise abgelehnt und umgebucht. Also flog ich erstmal nur mit Max weiter nach. Die Animation ist brutal. Kirgisistan und Alex sollte einige Stunden später nachkommen. Endlich angekommen, holten wir uns etwas Bargeld, organisierten uns direkt eine passende SIM-Karte und fuhren mit einem Taxi in unser Hotel in der Hauptstadt. Ah, so, Freunde. Das ist 4K, okay. 2.17 Uhr. Ich würde sagen, gute Nacht und die weiteren Pläne gibt's morgen in aller Früh und aller Frische. Good morning. Oh, Mini-Jetlag kickt natürlich auch wieder rein, weil wir haben es nach deutscher Zeit gerade 4.50 Uhr so ungefähr. Aber es hilft ja alles nichts. Kurz ein bisschen was essen, klarkommen und Alex müsste auch bald da sein. Was ist das für ein Radkarton? Von den Maßen? Der hat schon mehr gesehen als ihr mit euren Taschen. Als erstes wollten wir erst Der hat schon mehr gesehen. Mal unsere Fahrräder aufbauen und checken, ob alles heile geblieben ist. Wir wissen ja alle, wie grob manchmal mit dem Gepäck an Flughäfen umgegangen wird. Es war vormittags, so gegen 11 Uhr und wir nutzten den Hotelflur für unser Vorhaben. Wir waren natürlich super gehypt auf alles und dementsprechend laut und voller Energie. Es dauerte genau 5 Minuten, bis sich die ersten Hotelgäste beschwerten, da sie gern noch etwas schlafen wollten. Was in solch einer Situation passiert, kennt ihr sicherlich selbst noch aus Schulzeiten. Was
nächste Mission hieß Seiten auf Null. Max wollte unbedingt zum Friseur, den kommen. Wisst ihr, was so schön ist? Es ist so ein bisschen untypischer Content einfach, so diese Reise jetzt da so mit hin. Bevor es überhaupt richtig auf Tour geht, ist einfach wie so ein bisschen Vlogging und kennt man von Fritz so halt gar nicht. Den Fahrtwind besser spüren zu können. Danach haben wir uns noch ein paar Mante gegönnt. Das sind mit Hackfleisch und Zwiebeln gefüllte Teigtaschen. Frisch gestärkt besorgten wir noch 2 Gaskartuschen in einem Outdoor-Shop und im Anschluss wollten die beiden Jungs noch unbedingt zum Jahrmarkt. Was das denn? Junge, und jetzt... Digga, die Blätter da vom Baum, Mann. Ey, wir haben noch nicht mal die Hälfte, ne? Alter! Oh, Max, Alter, ey, das ist doch kein Genug. Nein, Alter, da hinten. Hör bitte auf. Was war das? Hör auf, bitte! Was ist das? Hör auf, weil meine Hände sind glitschnass. Bitte mal da oben. Nein! Ich geh die nächste Mal sofort wieder raus! Digga, was war das? Hey, was geht hier ab? Nein, das ist jetzt schon. Nein! Wie konnte ich denn hier letztes Mal drauf sein? Das war zu, Digga! Ich konnte nicht. Ich hasse es! Hey, du hast vorgeschlagen, Mann! Nein, Mann, ich dachte nicht, dass es so wird! Oh, Digga! Fuck! Scheiße, Mann, das ist echt zu hoch, Alter! Meine Hände sind zu glitschig! Das ist echt zu hoch! Hör auf! Während Max noch mit seiner selbst verursachten Panikattacke zu kämpfen hatte, schließlich war das ja seine Idee, ich Richtung Horizont. Ich erblickte wunderschöne Berge und mir war zum ersten Mal bewusst, was dort die nächsten Tage auf uns wartete. Wir haben ja alles Mögliche jetzt erledigt. Es ist 18:13 Uhr. Ich bin gerade dabei, meine Taschen. Da frage ich mich, und das meine ich so, wie ich sage, wie kriegt der Meinike seine Brust so aalglatt hin? Meint ihr, der geht zum Waxing? Weil ich kann euch eine Sache sagen. Wenn du so einen Bartwuchs hast wie ich, es wächst überall. Okay? Es wächst überall. Ich habe auch, also auch hier... Da muss regelmäßig mal drüber gegangen werden, aber, also wisst ihr, ich sehe halt noch aus wie ein Mann. Ja, da wird mal regelmäßig drüber gegangen, klar, aber das ist ja weich wie ein Babypopo. Final alle zu bepacken, sieht gut aus, ich habe noch auf jeden Fall Puffer. Ja, worauf will ich hinaus? Mein Reifen ist komplett platt. Ich würde ausrasten. Okay. Zieh den Reifen wieder komplett auf, pump 3 bar auf und. Guck. Hier, das ist auch, da gibt's auch keine Rasierpickel und nix. Guck mal, ob's hält. Freunde, wir wollten jetzt eigentlich pennen gehen. 22.40 Uhr ist es. Die Jungs haben nochmal Snacks und Wasser eingekauft. Ich hab nochmal meinen Reifen angeguckt. Das Ding ist Fritte. Da haben wir's, Freunde. Ich hab den Übeltäter gefunden. Es ist tatsächlich eine kleine Donne, die auch noch abgebrochen ist und im Mantel drin steckt. Das heißt, hätte ich jetzt einmal den Schlauch gewechselt, wäre das gleich wieder passiert. Hier liegt's auf meiner Hand. Ist vielleicht so 2 mm groß, aber richtet einen großen... Einfach so eine Creme dagegen. ...einen Schaden an. Donne ist entfernt, von daher. Hm? Ja, sorry. Sorry. Ja. Also, wir sind schon wieder zu laut. Es ist 23.09 Uhr. Die anderen wollen schlafen. Gute Nacht und bis morgen früh. Bevor es hier so richtig losgeht, möchte ich euch einmal ganz grob unsere bevorstehende Route erklären. Wir befinden uns in Zentralasien, mitten in Kirgisistan. Nördlich liegt Kasachstan und südöstlich China.
Unsere Tour startet in der Hauptstadt Bischkek und verläuft ca. 750 Kilometer quer durch das Storytelling. Ich kann da so viel lernen einfach, das ist so verrückt. Das Tianshan-Gebirge. Unser Ziel ist Karakol, die viertgrößte Stadt in diesem Land. Als erstes geht es über den Kegeti-Pass nach Kotschkor. Von da aus weiter über den Kalmak-Aschu zum Songkul-Bergsee und dann in die Kleinstadt Narin. Nun verläuft die Route weiter nach Osten bis zum Arabell-Pass und danach runter zum Ischikül, dem größten See Kirgistans. Und von da aus zu unserem Ziel Karakol. Super viele Infos auf einmal, aber ich werde euch die Karte in den kommenden Folgen immer mal wieder einblenden, um euch zu geil, die Thumbnails stehen schon. Zeigen, wo wir uns aktuell befinden. Die Besonderheit auf dieser Tour ist allerdings das Höhenprofil und das hat es in sich. Im Endeffekt geht es entweder hoch oder runter. Wirklich flache Strecken sucht man hier vergebens. Von Bischkek mal eben gut 3000 Meter Anstieg bis... Ja, und das auf den ersten... Wenn das hier oben, mal ganz kurz, wenn das hier oben die Kilometer sind, dann hast du auf den ersten, das ist ja fast in der Mitte, auf den ersten 100 Kilometern 3000 Höhenmeter. Bis zum Kick. 3000, ne doch. Geht die Pass, dann direkt wieder runter bis nach Kotschkor auf 1,8, nur um sich danach direkt wieder nach oben zu kämpfen. Über den Kalmak-Aschu zum Songkul-Bergsee, wieder runter, wieder hoch und wieder runter nach Narin. Kurz durchatmen, um dann den letzten heftigen Anstieg zum Arabell-Pass in Angriff zu nehmen. Alles wieder runter und ab geht's nach Karakol zum Ziel. Wir schreiben Tag 1 von unserem Abenteuer hier aus Kirgistan. Es steht einiges an die nächsten Tage. Ich freue mich drauf. Es wird hart, es wird anstrengend, es wird heiß und wir haben sehr viele Höhenmeter vor uns. Ja, taucht mit ein in diese kleine Mountainbike, Bikepacking, Radreise. Hier, guck mal, die Powerrakete, die Powerbanane ist auch am Start. Und ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video. Das ist so wild. Hier wird irgendwie jetzt einfach eine Straße oder wie wäre es? Klar. Ich lieb's jetzt schon sowas von. Das ist genau meins. Oh, es ist herrlich. Und die Besonderheit auf dieser Tour ist ja, es geht direkt los. Ne? Direkt andere Eindrücke, direkt irgendwie speziell. Sonst auf den letzten Touren von Deutschland aus auch mega geil gewesen. Aber haben wir natürlich immer erstmal ein bisschen länger gebraucht, um dieses wirkliche, ja, Fernweh-Abenteuergefühl auszulösen. Was? Was? Nein. Ich hab Platten. Der hat jetzt schon Platten. Platten, Alter. Wo denn? Ja, vorne. Vorne. Guck. Digga, wir sind seit 40 Minuten unterwegs, 10,8 Kilometer. Alex hat den ersten Platten. Und es geht los. Hä, was ist das denn? Was ist das? Ich bin aber über den Huppel gefahren und es hat so plopp gemacht. Oh, nee, ich muss pumpen. Na klar. Ich weiß, wer übernehmen wird. Ja, aber doch nicht, wenn man einen eigenen Defekt hat, Alter. Hä, doch klar. Hä, nee. Ja, dann ich koch doch nicht mein eigenes Essen nur für mich. Digga, und ich trage doch die Nudeln für dich. Ja, aber ich koch sie für dich mit meiner Gaskartusche. Ja, und ich trage das Wasser, was man für die Nudeln zum Kochen... Hä, worüber diskutieren jetzt? Verstehe nicht. Braucht auch. Also, jetzt heißt es erstmal auseinanderbauen, auf Fehlersuche gehen und den Bock wieder ready machen. Da, ich hab's. Auseinanderbauen, auf Fehlersuche gehen und den Bock wieder ready machen. Da, ich hab's. Ich hab's. Einfach ein Dorn. Mehr ist das nicht. Also wenn das Ding dafür sorgt, dass du einen Platten hast, Vollplatten, dann wird das spannend die nächsten Tage, Alter. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Tubeless-Fahrer seid oder Schlauchfahrer. Also ich glaube, mit Tubeless wäre mir das nicht passiert. Zu schwer beladen und fährst einfach durch Glas durch, unachtsam. Das ist wichtig, Alex, sein Ersatzschlauch ist einmal schon mal direkt geflickt. Da werden keine Kosten und Mühen gescheut, Upcycling. Auch mal einen alten Schlauch benutzen. Woher ist der Schlauch? Ist der noch irgendwie aus Bangkok oder so? Ne, der ist aus Laos. Aus Laos. Aus Laos. Hast du den da gekauft? Nee, der ist aus Laos. Nee, das war mein Laos-Ersatzschlauch. Digga, der zieht jetzt als ersten Schlauch einen Schlauch rein, der schon mal länger drin war. Und geflickt ist schon. Und geflickt. Was soll denn das für eine Tour werden? Siehst du? Jetzt pumpt er doch.
Ja, geht. Hä, sobald du aufhörst? Nee, da ist nicht. Ich sag, da ist ein Loch drin. Du pumpst zu schnell, Mann. Mach das mal mit Gefühl. Was für Gefühl? Ich hab keine Zeit. Ey, da passiert gar nichts. Ja. Komplett den Schlauch eingeklemmt hier. Mach, brech dir jetzt nicht nur den Reifenheber, nee. Geil, dass das so heftig wird, hätte ich nicht gedacht. Das freut mich richtig. So. Das freut mich richtig. Während Alex da noch immer weiter rumdoktert, gehen wir natürlich mal in die Turbobanane, damit wir auch gleich wieder Turbobanane. Wieder ein bisschen Druck auf der Mopete haben. Doch, jetzt geht das, oder? Sonst würde er nicht. Ja. Siehst du, der Schlauch ist. Der geht. Oh, Digga, oh, ja. Alter, nein! Was bist du für ein Mensch, Mann? Junge, Digga! Der Schlauch ist komplett am Ende, Mann! Das kannst du nicht machen. Junge, wir sind hier in Kirgisistan und nicht in Mecklenburg-Vorpommern, Alter. Gib dir jetzt einen ordentlichen Schlauch, mein Freund. Hier. Boah, ich hab Loch gefunden. Ja, das ist, Digga, der hat an allen Ecken hat's gekracht in Buxtehude. Den Buxtehude. Das ist mir unbegreiflich. Der ganze Schlauch ist quasi offen. Hast du den zu Hause nicht mal so Probe gepustet? Ja, doch. Achso, nee, das nicht. Du baust da ewig an deinem Heck umher und dann, ja, hier Setup 4 Monate getestet, Testtour hier, Downhill da. Digga, dann nimmst einen Schlauch mit, der keine Ahnung von woher kommt. Ja, den Schlauch habe ich nicht getestet. Was, ich bin immer so verwundert, weil gefühlt, ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen darf, aber da Leute kriegen immer so schnell Platten und ich benutze mein Fahrrad wie Scheiße teilweise. Ja. So, entspannte 48 Minuten später. Ja, wir sind wieder auf dem Bock. Wir rollen und jetzt geht's weiter Kilometer machen. Nach einigen Startschwierigkeiten ging es nun endlich etwas voran. Wir ließen die Großstadt hinter uns und fuhren zwischen riesigen Feldern auf einer kleinen Landstraße weiter Richtung Gebirge. Noch war alles ziemlich flach, aber das sollte sich bald ändern. Hey, wo ist der Dritte? Glatt ausgebaute Fahrradwege sucht man hier natürlich vergebens. Aber genau deswegen sind wir ja auch hier. Wir wollen das Abenteuer. Am liebsten möglichst viel Kontrast zu unserem normalen Leben in Deutschland. So, die ersten 23 Kilometer sind hinter uns. Ihr seht, wir sind aus Bischkek raus. Mittlerweile hier über Land unterwegs. Und dort rechts von uns sehen wir schon das wunderschöne Gebirge, wo wir heute natürlich auch noch reinfahren. Wie hat er das gemacht mit den Animationen? Weil wir nämlich uns auf dieser Höhe akklimatisieren müssen, also über Nacht. Und dann am nächsten Tag den Pass von 3800 Meter zu überschreiten. Kurze Pause in so einem Supermarkt am Dorf. Max und Alex holen gerade ein bisschen Wasser und kleinen Eistee. Es ist so unfassbar warm. Bestimmt 37, 38 Grad gerade. Was ist mit Imi los? Ansonsten läuft alles. Fahrverhalten ist natürlich ganz, ganz anders mit dem Mountainbike als mit dem Gravelbike. Aber bei den Wegen auf jeden Fall die richtige Wahl. Nimm mal davon einen Sippen. Das ist hier, wo ist das aus Bangladesch? Nee. Bangkok. Da ist so ein Feuerdrache drauf. Alter. Da ist der Lungenflügel wieder frei. Und du hast locker 5 PS mehr auf dem Bock. Das ist immer, weißt du, wenn man so einen Tief hat, ja. Alter, dann muss er einfach da einmal an den Zaubertopf ran. An den Zaubertopf. Weiter geht's. Menschen sind hier mega freundlich, winken alle, grüßen ein und freuen sich einfach, dass man hier in ihrem Land unterwegs ist. Wahrscheinlich spürt man es in den Aufnahmen nicht so, aber es ist wirklich unfassbar heiß. Es sieht tatsächlich gar nicht so heiß aus. Wirklich an. Wie damals. Also klar, hier, ne, alles super vertrocknet und so, ja, aber. In der Sahara mit Alex. Alter. Merkt richtig, wie so ein heißer Föhn die ganze Zeit, der auf einen zukommt. Der Mund ist sofort pappig, sofort trocken. Puh, egal wie viel man trinkt. Eieiei. Kühle Wasser in der Nase.
Oh. So, Max übernimmt ja die Navigation bei der Tour. Und wir befinden uns hier gerade. Ich will zu langsam. Das ist so schottrig. Also das hier ist gerade unsere Straße, auf der wir fahren. Ah, da vorne wird auch geschoben. Wir sind jetzt hier in dieser Durchschlageübung angelangt. Fangen wir jetzt im Flachen schon mit Hike and Bike an? Scheiße. Ah. Du musst mir überlegen, wenn das so losgeht. So wird es jetzt die nächsten 14 Tage lang gehen. Deswegen sind wir ja auch hier. Hier kann man langfahren, ja? Ach, okay. Wir waren nun schon einige Stunden unterwegs und fuhren immer wieder durch kleine Dörfer. Anders als in der Stadt waren wir hier eine richtige Attraktion. Die Kinder freuten sich, rannten uns hinterher und hatten immer ein Lächeln auf den Lippen. Vermutlich bekommen sie eher selten Leute mit Hightech-Rädern zu Gesicht. Das Leben wirkt einfach, aber irgendwie auch schön und unbeschwert. Niemand hängt am Handy und das Leben findet noch draußen, direkt vor der Haustür statt. Ist richtig schön. Das Storytelling von Fritz ist so gut. Es erinnert mich an meine Kindheit. So ganz ohne Social Media traf man sich mit Freunden und räuberte einfach durch die Gegend. Also, jetzt folgt die absolute Zerstörung. Wir haben gerade mal die Daten gecheckt. Es warten jetzt 2700 Meter im Anstieg bis auf den Pass und das auf einer Strecke von 8. Ich gebe jetzt ein Guess ab, weil die Folge nicht mehr so lang ist. Wir hören bei dieser Folge mit der Einstiegsszene auf, wo Fritz steht und sagt, scheiße. 45 Kilometern. Das werden wir natürlich nicht alles heute fahren, aber ein Teil davon. Und ich sag's euch ganz ehrlich. Oder das kommt gar nicht in der Folge. Es ist jetzt schon echt anstrengend und wir sind hier noch entspannt unterwegs. Ich glaube, das wird für Mensch und Material wirklich wieder mal eine absolute Zerstörungstour. Das Problem ist immer, wenn es bei mir auch anstrengend wird, dann muss ich auch anfangen zu lachen. Ja, das aber ist geil. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Ah, Digga. Moin. Grüß dich, meiner. Grüß dich, meiner! Wir sind am Kämpfen. Scheiße, Alter, ich geh über den Jordan, Mann. Ich kann nicht mehr, ich muss weg von euch. Das fang ich an zu lachen, ey, das geht nicht. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, weil allzu viel kommt hier nicht mehr. Wie mal gucken? Ob wir nicht jetzt. Da kommen jetzt 2700 Höhenmeter. Mal ein paar Nudeln holen. Wir müssen jetzt erstmal hier Nudeln und so einkaufen. Damit wir noch richtig schön dick berödelt, dass den Pass hochbuckeln. Alter, es kann doch nicht sein, dass das so reinscherbelt, ey. Ja, ist nicht mehr normal. Was ist mit ihm? Ich kann nicht mehr was. Na cool, wir sind bei Tag 1. Digga, wir wissen gar nicht, auf was wir uns zahlen lassen, Mann. Du bist doch voll gepackt. Jetzt sind wir einfach 50 Kilo dabei, Mann. Max kriegt da Wahnsinn ein. Hatten die da drin überhaupt irgendwie so, also Pesto oder sowas? Wahrscheinlich Pesto, Alter. Max, du bist doch jetzt hier der Profi unter uns. Ja. Gib doch mal einen Tipp, wie gehen wir denn jetzt an die Sache ran? Rein taktisch. Alles essen, was jetzt machbar ist. Also ich werde jetzt hier eine halbe Stunde mehr alles reinfahren. So dass wir ungefähr in dem neutralen Zustand sind wie die Bande, die da gerade mit dem Moritz kommt. Moin. Grüß dich. Und dann ja, müssen wir für Fritz mal seinen Pesto suchen, ne? Weil er kann ja sonst die Nudeln so nicht essen, ey. Fuck, ey. Der Verfall, wie kann denn der Verfall jetzt schon da sein, Alter? Aber der war jetzt so richtig so... Der kam mit einem Mal. Oh, Leckung. Geil, ey. Also ich würde jetzt auch keine Rücksicht nehmen. Jetzt würde ich einfach wirklich reinfahren, bis man richtig voll ist. Weil sonst
In einer Stunde sind wir genau in dem Zustand, aber nirgendwo mehr. Da ist dann nichts mehr. Und dann wird es schwer. Auch ein Nachtlager müssen wir. Also Eis bringt uns jetzt nach vorne oder was? Ja. Also jetzt bringt uns Eis nach vorne. Das ist jetzt wirklich nicht zu unterschätzen, ne? Weil, also ja, wir lachen hier, aber das ist halt wirklich jetzt. Also es kommt wirklich. Guck mal, die Schweißperlen auf der Stirn, da muss es wirklich einfach auch so schon scheiße heiß sein. Jetzt die komplette Zerstörung eigentlich. Geile Musik. Ey, ganz ehrlich, die Folge hätte safe länger sein können. Sehr schade eigentlich. Also, ich bin gespannt. Das Storytelling super geil. Coole Drohnenaufnahmen schon gesehen. Macht Lust auf mehr.